Herzlich willkommen zum Sunday Vinyasa Flow für Kraft und Flexibilität. Im heutigen Flow fokussieren wir uns auf die Kräftigung der Körpermitte und der Beine sowie ein intensives Stretching des ganzen Körpers. Also schnapp dir deine Yogamatte, mach's dir im Schneidersitz bequem und lass uns starten. Setz dich aufrecht hin, rolle deine Schultern nochmal nach hinten und spüre eine lange, gerade Linie vom Scheitel bis zum Steißbein. Bring die Arme mit der Einatmung nach oben und lass mit der Ausatmung deinen linken Arm zur Seite sinken und öffne die rechte Körperseite weit zur Seite. Lass beide Sitzbeinhöcker auf der Matte. Atme ein, bring die Arme wieder nach oben, atme aus und wiederhole zur anderen Seite. Öffne jetzt deine linke Körperseite. Atme ein, bring die Arme wieder hoch, atme aus, öffne deine Arme. Atme ein, bring die Arme wieder nach oben, atme aus, bring den rechten Arm aufs linke Knie und den linken Arm hinter dir und drehe dich zur linken Seite auf. Atme ein, komm zurück zur Mitte, bring die Arme nach oben, atme aus, wiederhole zur anderen Seite. Lasse deine Schultern dabei auf derselben Höhe. Mit der nächsten Einatmung bringst du die Arme wieder nach oben über den Kopf und kommst zurück zur Mitte. Mit der Ausatmung lässt du die Arme auf der Seite sinken. Lege deine Hände auf den Knien ab und beginne langsam deinen Kopf von einer Seite zur anderen zu rollen. Bring das Kinn dabei auf die Brust und zu einer Schulter und langsam rüber zur anderen Schulter. Fasse dann deine Hände hinter dem Rücken, öffne deine Brust und leg deinen Kopf leicht nach hinten. Nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase, löse dann langsam auf und komm ans Ende deiner Matte in den Fersensitz. Atme ein, bring die Arme nochmal nach oben, atme aus, verschränke die Finger wieder hinter deinem Rücken, öffne deine Brust und zieh die Hände tief Richtung Fußspitzen. Atme ein, löse die Arme langsam auf, komm nach oben, atme aus, schieb dich nach vorne in die Stellung des Kindes. Deine Fingerspitzen ziehen weit nach vorne, dein Becken darf auf die Fersen sinken. Und deine Schultern sinken Richtung Boden. Bring langsam deine Hände unter die Schultern, roll dich nach oben, atme ein, bring die Arme wieder über den Kopf, atme aus, verschränke deine Hände nochmal hinterm Rücken, öffne deine Brust und zieh die Fingerspitzen tief Richtung Zehen. Atme ein, löse die Arme auf, bring sie nach oben und schieb dich dann wieder nach vorne in die Stellung des Kindes. Versuch diesmal deine Fingerspitzen noch ein Stückchen weiter nach vorne zu ziehen und bring dann beide Hände rüber zur rechten Seite, um die linke Körperseite nochmal zu öffnen. Und langsam beide Hände zur linken Seite. Bring deine Hände wieder zurück zur Mitte und komm nach oben in den Vierfüßlerstand. Platziere die Hände genau unter den Schultern, die Knie genau unter den Hüften. Atme ein und lass den Bauch zum Boden sinken. Atme aus, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule und mach den Rücken rund in die Katze. Atme ein, bring den Bauch zur Matte in die Kuh. Atme aus in die Katze. Wiederhole nochmal im Rhythmus deines eigenen Atems. Komm noch einmal in die Kuh und wenn du ausatmest, schiebst du dich jetzt nach hinten mit rundem Rücken in die Stellung des Kindes und mit der Einatmung kommst du wieder nach vorne in die Kuh. Mach die Bewegungen ganz intuitiv und fließend und verbinde sie mit deinem Atem. Komm dann langsam wieder zurück in den Vierfüßlerstand und öffne deinen rechten Arm weit nach oben zur Decke und schieb mit der Ausatmung den rechten Arm unter dem linken weit hindurch. Atme ein, komm wieder nach oben, öffne den rechten Arm zur Decke, atme aus,
schiebt den Arm unter dem linken durch, legt die Schulter ab. Wiederhole noch einmal, öffne deinen Arm und schieb ihn durch. Bring jetzt auch deinen rechten Arm weit nach vorne, sodass du noch etwas mehr Stretching in der Schulter spürst. Bleib noch für einen tiefen Atemzug in dieser Position und bring dann deinen rechten Arm wieder unter die Schulter, gib noch etwas Druck in die Hand, um den Twist zu vertiefen, löse langsam wieder auf und komm zur anderen Seite. Heb jetzt den linken Arm zur Decke und schieb ihn unter dem rechten Arm durch. Atme ein, öffne den linken Arm wieder nach oben. Atme aus, schieb ihn unter dem anderen Arm durch. Ein drittes Mal, atme ein, bring den Arm nach oben. Atme aus, schieb ihn unten durch und streck jetzt auch deinen anderen Arm lang nach vorne aus. Bleibe für einen tiefen Atemzug hier in dieser Position. Und dann bring auch deinen rechten Arm wieder unter die Schulter, gib noch etwas Druck in die Hand und löse langsam die Position wieder auf. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Stell deine Fußspitzen auf, schieb dein Gewicht nach hinten und drücke dich nach oben in den herabschauenden Hund. Der erste herabschauende Hund ist meistens noch etwas steifer, deshalb laufe erstmal auf der Stelle, bring etwas Bewegung in deine Beine, spür deine Beinrückseiten und roll dich dann langsam nach vorne ins Brett, lass dein Becken tief sinken und komm direkt in den heraufschauenden Hund. Drück dich wieder nach hinten in den herabschauenden Hund und wiederhole diese Bewegungen mit deiner Atmung zusammen. Roll dich nach vorne in den heraufschauenden Hund. Vom Becken aus drück dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Mit der Einatmung rollst du dich nach vorne in den heraufschauenden Hund. Öffne deine Schultern. Und mit der Ausatmung schiebst du dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Roll dich nun nochmal nach vorne und bleib diesmal im Brett. Und komm mit der Ausatmung tief in dein Chaturanga Dandasana. Drück dich noch einmal nach vorne, komm in den heraufschauenden Hund und mit der Ausatmung nach hinten in den herabschauenden Hund. Blick nach vorne zwischen deine Hände und mach mehrere kleine Schritte nach vorne, sodass deine Füße zwischen den Händen sind. Beug deine Knie und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Bring die Arme über dem Kopf zusammen und vor der Brust tief. Wir kommen zum Sonnengruß. A, atme ein, bring die Arme nach oben. Atme aus, komm nach vorne. Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Ardha Uttanasana, halbe Vorwärtsbeuge. Mach zwei Schritte nach hinten ins Brett. Chaturanga Dandasana, heraufschauender Hund. Schieb dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Blick nach vorne, mach einen großen Schritt mit dem rechten Bein nach vorne. Schließ die Beine, Uttanasana. Komm nach oben in die halbe Vorwärtsbeuge. Komm nach unten, beug die Knie, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Bring die Arme vor der Brust tief. Atme ein, bring die Arme nach oben, atme aus. Komm in die Vorwärtsbeuge, halbe Vorwärtsbeuge. Platzier die Hände, zwei Schritte nach hinten ins Brett. Chaturanga Dandasana. Nach oben in den heraufschauenden Hund. Nach hinten in den herabschauenden Hund. Schau nach vorne, heb jetzt das linke Bein, mach zwei Schritte nach vorne, komm in die Vorwärtsbeuge. Atme ein, halbe Vorwärtsbeuge, beug die Knie, roll dich nach oben und bring die Hände vor der Brust tief. Atme ein, bring die Arme nochmal nach oben, atme aus, komm in die Vorwärtsbeuge. Ein in die halbe Vorwärtsbeuge, steig nochmal nach hinten ins Brett, Chaturanga Dandasana. Komm in den heraufschauenden Hund und in den herabschauenden Hund. Hebe jetzt dein rechtes Bein nach oben zur Decke. Öffne deine Hüfte, beug dein Knie und beginne große Kreise mit dem Knie in der Luft zu zeichnen, um dein Hüftgelenk aufzuwärmen. Mach dann einen großen Schritt nach vorne mit dem rechten Bein zwischen die Hände. Bring das linke Knie zum Boden und öffne dich nach oben. Ins tiefe Lunge, bring die Hände wieder zurück zur Matte, bring dein Bein nach hinten ins Brett und Chaturanga Dandasana, heraufschauender Hund, zurück in den herabschauenden Hund.
Öffne jetzt dein linkes Bein nach oben, öffne die Hüfte, beug das Knie und zeichne hier wieder drei große Kreise in die Luft, um dein Hüftgelenk etwas locker zu machen. Und mach dann einen großen Schritt mit dem linken Bein nach vorne zwischen die Hände, platziere das rechte Knie an der Matte, öffne die Arme nach oben und bring die Arme wieder zurück auf die Matte, steig nach hinten ins Brett, Chaturanga Dandasana in den heraufschauenden Hund und nach hinten in den herabschauenden Hund. Schau nach vorne zwischen die Hände, steig oder spring nach vorne und komm in die Vorwärtsbeuge. Atme ein in die halbe Vorwärtsbeuge, atme aus und roll dich nach oben. Atme ein, bring die Arme hoch. Atme ein, bring die Arme nochmal nach oben, atme aus, schieb dein Becken nach hinten und zieh deine Fingerspitzen nach vorne ins Utkatasana, die Stuhlposition. Mit der nächsten Ausatmung schiebst du die Hände nach hinten und kommst auf deine Fußspitzen. Mit der Einatmung setzt du die Fersen wieder ab und bringst die Arme hoch. Aus, zieh die Hände nach hinten, heb deine Fersen ein, zieh dich lang, lass dein Becken tief. Wiederhole nochmal in deinem Tempo. Bring die Handflächen zusammen und komm nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Ein in die halbe Vorwärtsbeuge, steig oder spring nach hinten ins Brett. Chaturanga Dandasana, komm in den heraufschauenden Hund und in den herabschauenden Hund. Bring dein rechtes Bein nach oben, steig nach vorne zwischen die Hände und platziere die linke Ferse auf dem Boden. Komm nach oben in den Krieger 1. Bring deine Arme über die Seite nach hinten, verschränke nochmal die Finger, öffne deine Brust und mit der nächsten Ausatmung kannst du deine rechte Schulter an die Innenseite des rechten Knies bringen. Lass deine Arme einfach nach vorne sinken und versuche beide Füße fest im Boden zu lassen. Löse langsam wieder auf, bring die Arme nochmal nach oben und dann neben dem vorderen Bein tief, komm nach hinten ins Brett. Ein kleiner Push-Up und ein Chaturanga in den heraufschauenden Hund und zurück in den herabschauenden Hund. Wiederhole an der anderen Seite, bring dein linkes Bein nach oben, steig nach vorne zwischen die Hände, bring deine Ferse tief in den Krieger 1. Verschränke wieder deine Hände hinter dem Rücken, öffne deine Brust und diesmal kannst du deine linke Schulter an die Innenseite des linken Knies bringen. Komm langsam wieder nach oben, atme ein, löse die Arme, bring sie nochmal hoch, platziere sie auf der Matte, steig nach hinten ins Brett, ein kleiner Push-Up und ein Chaturanga Dandasana. Komm in den heraufschauenden Hund und in den herabschauenden Hund. Schau nach vorne, steig oder spring nach vorne zwischen die Hände. Komm nochmal nach oben in die halbe Vorbeuge, beug die Knie und roll dich Wirbel für Wirbel hoch ins Utkatasana, nochmal die Stuhlposition. Atme ein, richte dich auf und bring die Hände vor der Brust tief. Bleib für einen Moment hier stehen und verlagere dann dein Gewicht auf dein rechtes Bein und heb dein linkes Knie nach oben. Deine Hüfte und deine Schultern bleiben ganz gerade. Drück die Handflächen zusammen, um etwas mehr Stabilität zu finden. Schieb dann langsam dein Bein nach hinten und komm nach hinten in den Krieger 3. Flexe deine Fußspitze, sodass die Zehenspitzen zu Boden zeigen. Lass die Arme entweder zusammen oder wenn du möchtest, kannst du die Arme auch über die Seite nach vorne bringen, um ein bisschen mehr Herausforderung zu finden. Beuge langsam dein Standbein und setz das hintere Bein ab, öffne es 90 Grad zur Seite und komm in den Krieger 2. Mit der nächsten Einatmung bringst du den linken Arm auf den Oberschenkel und öffnest den rechten Arm weit nach hinten in den glorreichen Krieger. Und mit der Ausatmung legst du deinen rechten Ellbogen auf dem rechten Oberschenkel ab und kommst in den seitlichen Winkel. Atme ein und komme nochmal nach oben in den glorreichen Krieger und strecke diesmal auch dein vorderes Bein in eine Variation davon. Richte dich langsam wieder auf, schiebe jetzt den rechten Arm nach vorne aus der Taille heraus, lass ihn tief zum Oberschenkel sinken und komm in dein Trikonasana. Das ist eine wunderbare Position, um die Seite des Körpers nochmal zu öffnen. Du kannst deinen Blick nach vorne
nach unten oder vielleicht sogar nach oben richten. Richte dich langsam wieder auf, beug das vordere Knie. Drehe deinen hinteren Fuß, komm nochmal in ein hohes Lunge und versuche dein Gewicht zu verlagern zurück in den Krieger 3. Mit gerader Hüfte bring die Hände zusammen, beug dein Knie und zieh das linke Knie nochmal nach oben. Versuche deine Balance zu finden und setze ab. Atme ein, bring die Hände hoch, atme aus, lass den Oberkörper sinken. Atme ein, steh wieder auf, bring die Hände hoch, atme aus, wieder nach vorne, ein letztes Mal. Roll dich nach oben und versuche jetzt wieder deine Balance zu finden. Bring die Hände vor der Brust zusammen, verlagere das Gewicht jetzt aufs linke Bein und zieh dein rechtes Knie nach oben. Für die Balance suchst du dir am besten immer einen Punkt, auf den du dich mit den Augen fixierst und gehst ganz langsam in die nächste Position. Schieb das Bein nach hinten in den Krieger 3, flex deine Fußspitze und wenn du möchtest, kannst du die Arme über die Seite nach vorne ziehen. Beug dann langsam dein Standbein, setz das hintere Bein ab, bring den Fuß 90 Grad zur Seite und komm in den Virabhadrasana 2, den Krieger 2. Atme ein und setz die rechte Hand am rechten Oberschenkel ab, öffne dich nach hinten in den glorreichen Krieger. Atme aus, bring deinen linken Ellbogen auf den linken Oberschenkel und zieh dich in den seitlichen Winkel. Atme ein, komm nochmal nach oben in den glorreichen Krieger und streck diesmal auch dein vorderes Bein in eine Variation davon. Komm wieder nach oben, schieb jetzt deinen ganzen Körper nach vorne, leg deinen Arm am Oberschenkel ab und komm ins Trikonasana. Versuche eine Linie zwischen beiden Fingerspitzen zu finden und spüre die Öffnung der Körperseite rechts. Beug jetzt dein vorderes Knie, dreh deine hintere Ferse nach oben und komm nochmal ins hohe Lunge und verlage dein Gewicht dann nach vorne, zurück in den Virabhadrasana 3, den Krieger 3. Zieh das Knie nach oben, finde nochmal deine Balance und setz den Fuß ab. Atme nochmal ein, geh in den Flow, bring die Arme hoch, atme aus, lass den Oberkörper tief sinken, ein nach oben, aus, tief, ein drittes Mal, ein nach oben, aus, tief. Diesmal bleibst du in der Vorwärtsbeuge, komm in die halbe Vorwärtsbeuge, steig oder spring nach hinten ins Brett, Chaturanga, heraufschauender Hund, herabschauender Hund. Öffne dein rechtes Bein nach oben. Beuge dein Knie, öffne deine Hüfte und entweder kannst du hier bleiben im dreibeinigen Hund oder du drehst den Hund einmal um und kommst in deinen Wild Thing. Dafür setzt du deinen rechten Fuß ab und öffnest deine Brust und deinen rechten Arm weit nach oben. Komm langsam zurück, verlager dein Gewicht wieder auf beide Hände und zieh jetzt deinen rechten Fuß unter dem anderen durch in den gefallenen Stern. Dein Gewicht ist jetzt auf beiden Füßen sowie auf der rechten Hand. Setz die Hand dann wieder ab, komm nach hinten ins Brett, nimm einen kleinen Liegestütz und ein Chaturanga Dandasana in den heraufschauenden Hund, zurück in den herabschauenden Hund. Dasselbe auf der anderen Seite, bring dein linkes Bein nach oben, öffne deine Hüfte, soweit du kannst und beuge das Knie. Lass die Schultern erstmal noch gerade und wenn es in deiner Praxis ist, dann setz das Bein einmal hinten ab, komm in deinen Wild Thing und öffne deine Brust. Deine Fingerspitzen ziehen weit nach vorne, Richtung Matte. Langsam kommst du wieder zurück. Bring beide Hände auf den Boden und bring dein linkes Bein durch und komm in den gefallenen Stern. Versuche eine Linie zu finden zwischen beiden Fingerspitzen. Lass deinen Bauch aktiv und die Beine stark. Setz die Hände wieder ab. Nimm eine kleine Liegestütz, ein Chaturanga Dandasana in den heraufschauenden Hund und zurück in den herabschauenden Hund. Bleib für einen Moment im herabschauenden Hund und nimm nochmal tiefe Atemzüge. Öffne nochmal deine Schultern, rotiere sie nach außen und drück deine Fersen nochmal tief in den Boden. Beug dann deine Knie, schau nach vorne, steig oder spring nach vorne zwischen die Hände. Komm in die halbe Vorwärtsbeuge, beug die Knie, roll dich nach oben, Wirbel für Wirbel, Arme nach oben und vor der Brust tief.
Nimm jetzt mit einem Bein einen Schritt nach hinten, sodass du in einer weiten Position stehst. Atme ein, komm nochmal nach oben und atme aus, greif deine Fußgelenke, sodass du in einer Vorwärtsbeuge bist. Du kannst dich mit den Händen nah an deine Beine ranziehen und deine Stirn, deine Kopfkrone Richtung Matte sinken lassen. Wenn du die Dehnung etwas anspruchsvoller möchtest, dann schließ deine Beine etwas weiter. Platziere dann beide Hände vor dir auf der Matte und öffne den rechten Arm nach oben. Lass dein Becken dabei so gerade wie es geht und versuch dich ab Bauchnabel aufzudrehen. Wenn du magst, kannst du einen rechten Arm nach hinten auf den Rücken legen und vielleicht sogar mit den Fingerspitzen den Oberschenkel auf der anderen Seite berühren. Atme ein, löse den Arm auf und wechsel dann zur anderen Seite. Öffne diesmal den linken Arm nach oben. Versuche dich wieder aus der Körpermitte vom Bauchnabel zu drehen. Wenn du magst, kannst du den Arm auf den Rücken legen, vielleicht sogar auf den Oberschenkel auf der anderen Seite. Löse dann die Position langsam wieder auf, bring den Arm nach oben und senk ihn ab. Dreh deine Fußspitzen jetzt nach außen und beuge dein rechtes Knie, lass die Hüfte tief sinken. Entweder kannst du hier bleiben oder wenn du ein Stück weiter gehen möchtest, bring deinen linken Arm nach oben. Lass auf jeden Fall deine Fußspitze geflext. Wenn du noch ein Stück weiter gehen möchtest, kannst du auch in dein Bein kommen und die Arme hinterm Rücken, hinterm Knie zusammenbringen. Dreh dein Brustbein auf zur Decke. Und egal in welcher Variation du bist, nimm nochmal einen tiefen Atemzug und löse dann langsam wieder auf. Bring beide Hände auf die Matte und dreh dich zur kurzen Seite der Matte und lass dein vorderes Knie zur Seite fallen. Und lege jetzt dein rechtes Knie am Boden ab. Mit der linken Hand kannst du das linke Knie nochmal weit zur Seite schieben. Und das Brustbein öffnen. Als Variation kannst du auch das Knie hinten beugen und mit der linken Hand den linken Fuß festhalten. Das ist ein wundervoller Stretch für die Hüfte, für deinen Hüftbeuger und für die Hüftöffnung. Bleib hier noch für einen Atemzug. Und dann löse langsam wieder auf, bring die Hände zurück zur Matte, bring den Fuß wieder näher an die Hände und komm zurück in die Mitte. Wechsel jetzt die Seite, sodass du dein rechtes Knie beugst. Entweder bleibst du hier oder du könntest deinen linken Arm nach oben öffnen. Auf jeden Fall sollte die linke Fußspitze geflext sein. Als Variation kannst du die Hände auch hinterm Rücken zusammenbringen. Und dein Brustbein nach oben drehen. Denk dran, es ist egal, in welcher Variation dieser Position du bist, denn da, wo du bist, wirst du den größten Nutzen davon tragen. Löse dann langsam wieder auf und bring deine Hände zur kurzen Seite der Matte, drehe dich nach vorne und bringe den Fuß an die Außenseite der Matte und lege jetzt das linke Knie an der Matte ab. Mit der rechten Hand kannst du das rechte Knie wegdrücken und das Brustbein nochmal nach oben öffnen. Auch hier kannst du in die Variation gehen und das Knie beugen und den Fuß hinten festhalten. Verbinde dich in dieser Position nochmal mit deinem Atem. Und löse dann langsam wieder auf, bring die Hände zusammen nach vorne auf die Matte, bring deinen Fuß wieder etwas näher und dreh dich zurück in die Mitte. Streck nochmal beide Knie und bring deine Fußspitzen nach vorne und zieh dich nochmal ran an die Fußspitzen. Lass von hier deine Unterarme zur Matte sinken und dann kannst du hier in der Vorwärtsbeuge bleiben. Oder als Variation, wenn es in deiner Praxis ist, kannst du von hier in den Kopfstand kommen. Auch hier gilt wieder, es ist nicht immer sinnvoll, die schwierigste Variante zu machen, sondern darauf zu hören, was der Körper aktuell gerade braucht.
Setz langsam die Beine wieder ab, komm zurück in die Vorwärtsbeuge. Löse die Unterarme vom Boden, komm auf die Hände und bring langsam deine Knie zur Matte. Dreh dich jetzt zur Seite um, stell deine Füße auf, rutsche ein bisschen nach vorne und komm in deine Bootposition. Zieh deine Fingerspitzen nach vorne, bring die Schulter nach unten und löse die Füße vom Boden. Navasana ist eine wunderbare Position, um die Körpermitte zu aktivieren. Als Variation kannst du auch die Beine strecken und dich dann langsam auf der Matte ablegen. Versuch die Beine so lang wie möglich über den Boden zu lassen und dich sanft auf der Matte abzulegen. Stelle nun deine Füße auf und leg die Unterarme auf der Matte ab, sodass die Fingerspitzen fast die Fersen berühren können. Und drück dich dann langsam nach oben in die Schulterbrücke. Lass deine Fußsohlen fest in der Matte und pass auf, dass die Knie nicht nach außen fallen. Lass den Beckenboden aktiv und roll dich dann langsam Wirbel für Wirbel wieder zur Matte ab. Zieh deine Knie einmal zur Brust, mach dich ganz klein und stell die Füße dann wieder auf. Du kannst entweder nochmal in die Schulterbrücke gehen oder, wenn es in deiner Praxis ist, in das volle Rad, in die ganze Brücke, indem du die Hände hinter den Schultern aufstellst und dich nach oben drückst. Auch hier gilt wieder, die Füße fest in der Matte zu lassen, die Oberschenkel nach innen zu rotieren und den Beckenboden aktiv zu halten. Egal in welcher Variation du bist, vergewissere dich nochmal, dass du wirklich tief atmest und nicht die Luft anhältst. Zum Rauskommen kannst du erst die Ellbogen beugen, dann die Schultern am Boden ablegen und dich Wirbel für Wirbel zum Boden abrollen. Bring deine Knie nochmal nahe zur Brust, lockere deinen unteren Rücken und stell die Füße wieder ab. Wir kommen von hier einmal in den Flug. Nimm dafür deine Füße über den Kopf nach hinten, komm auf die Schultern und bring die Hände gegen deinen unteren Rücken. Du kannst die Füße am Boden lassen oder zur Variation in den kompletten Schulterstand kommen. Dafür ist ganz wichtig, dass du kein Gewicht auf dem Nacken hast. Das Gewicht sollte vor allem auf deinen Schultern und ein wenig auf deinem Hinterkopf sein. Lass die Beine gestreckt oder als Variation kannst du auch eine Diamantform mit deinen Beinen bilden und die Knie zur Seite sinken lassen. Streck die Beine wieder aus und lass die Füße dann langsam hinter den Kopf zum Boden sinken. Wenn die Füße den Boden berühren, kannst du die Arme nochmal vom Rücken wegnehmen und zur Matte sinken lassen. Löse die Arme langsam auf und lass dich dann Wirbel für Wirbel nach unten rollen. Versuche so sanft wie möglich deine Beine auf der Matte abzulegen. Lockere deine Beine noch mal ein bisschen aus und zieh dann dein rechtes Knie zur Brust und bring das rechte Knie zur linken Seite rüber und öffne den rechten Arm zur Seite. In diesem tiefen Wirbelsäulentwist kannst du deinen unteren Rücken noch mal richtig loslassen und die rechte Schulter in den Boden sinken lassen. Komm langsam wieder zurück zur Mitte und wechsel die Seite. Bring jetzt dein linkes Knie zur Brust und zur rechten Seite rüber. Öffne deinen linken Arm zur Seite und lass die linke Schulter jetzt in den Boden sinken. Versuche deinen unteren Rücken so entspannt wie möglich sinken zu lassen. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Und komm dann langsam zurück zur Mitte.
Ziehe beide Knie nochmal zur Brust, mach dich nochmal ganz klein und rund wie ein Ball. Und lege dich dann bequem auf den Rücken in deine Endentspannung, Shavasana. Lass dafür deine Füße locker zur Seite fallen und die Arme neben dir auf dem Boden liegen. Entspann deine Schultern in den Boden. Schließe deine Augen. Und nimm nochmal ein paar tiefe Atemzüge. Komme dann langsam wieder zurück in deinen Körper, nimm deine Atmung bewusst wahr und bring etwas Bewegung in deine Fußspitzen und in deine Fingerspitzen. Streck dich vielleicht nochmal lang und bring etwas Bewegung in den Körper. Und komm dann in deinem Tempo nochmal nach oben zum Sitzen. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug und bring deine Hände nochmal vor der Brust zusammen. Namaste.